Ja, ich bin so baff, hoffentlich bricht das Bett unter mir nicht ein. Oh, da komme ich mal rein. Das ist Chris. Du willst nicht. Was habe ich da gehört? Leon von Kingdom Hearts, irgendwie sehen denn seine Klamotten genauso aus, ne? Okay. Ja, hi. Und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. Ich will mal kurz gucken, kann eigentlich mich jeder schon wecken? Einige Leute haben mich noch nie geweckt. Ich weiß nicht, wonach das Spiel das priorisiert, aber okay. Gut zu wissen. Heute spielen wir das letzte Paarlog, das uns zur Verfügung steht. Also eigentlich stehen uns noch zwei andere zur Verfügung, aber das einzige, was uns auf Level 8 zur Verfügung steht, ne? Meine Charaktere sind, glaube ich, schon alle über Level 8, von daher dürfte das jetzt nicht so schwierig sein, ne? Mal schauen, keine Ahnung, gucken wir mal. Und ja, wir gucken uns erst einmal an einige Bandgespräche. Da sind ausnahmsweise mal relativ wenig, nur 3 Stück. Aber sie müssen ja trotzdem dran kommen, ne? Und zwar, das erste ist Ivy mit Celica. Ich weiß nicht genau wieso. Ich glaube, weil ich ihr Celica gegeben habe, ne? Seid ihr überhaupt kennen? Wir können alle Welten von Fire Emblem hier existieren. Ich meine, jetzt aber Final Fantasy auch, ne? Hier so Dissidia und so, ne? Ah, Zalkov und Lukida. Weil ich ihm ihr ausgerüstet habe. Sie ihm ausgerüstet hatte. Ausgerüstet. So, und dann haben wir einmal Anna und Corin. Na was? Mehr gab's da nicht. あの、あなた、暗夜王国か白夜王国にいたことはありませんか?知っている方と、とてもそっくりで。うん。そんな名前の国にはいたことがないかな。他の姉妹じゃないかしら。私たち、よく似てるの。Ja, weil Anna war auch ein spielbarer Charakter in Fire Emblem Fates. Und Awakening. Irgendwie ab Awakening ist sie in jedem Spiel irgendwie spielbar gewesen, ne? Aber irgendwie komisch. Vorher war die sonst immer irgendwie nur eine Händlerin in einem Geheimladen oder irgendwie sowas. Aber so ab Awakening, Fates, Free Houses war sie ein DLC-Charakter. Aber auch ein umsonst DLC-Charakter. Ich glaube von Patch war das irgendwie. Seitdem ist sie jetzt immer irgendwie ein spielbarer Charakter, ne? In allen Formen und so. Aber Free Houses Anna hat mir irgendwie nicht gefallen. Die sah irgendwie nicht so aus wie sie. War irgendwie so eingestylt. In Sachen Free Houses irgendwie, keine Ahnung. Free Houses hat irgendwie einen vollkommen anderen Stil so. Und die sah dann genauso aus irgendwie. Hat mir irgendwie nicht so gefallen. So, wir haben noch ein paar Supports. Schauen wir uns die an, ne? Davon darf ich wieder ein paar bekommen. Immer wieder Geschenke verteilt. Die Leute brauchen sogar ganz schön wenig. ジャンのお父様はどんなことなのですか?勉強でも手伝いでもうまくできた時は子犬を褒めるみたいに全力で褒めてくれます。せやけど悪いことしたらすごく怒られるんや。子犬でもしかりつけるような感じで。どっちにしても子犬なんですね。 言われてみればそんなお父さんやったんで好きな日もあれば嫌いな日もありました。でもこうして離れてみるとお母さんも含めて親のありがたみに気づかされます。
近くにいる時は気づかへんかったけど、両親に対する尊敬の念でいっぱいで、今こうして頑張れてるのも。素敵です。素敵な親子だなと思って聞いているうちに、ジーンと来てしまった。ステイシャーって Familie. Weil die sind alle tot und einer ist wahrscheinlich der Bösewicht. Oder ganz sicher, wurde er eigentlich bestätigt letztens. Aber er weiß, da nicht irgendwie auch noch was anderes rauskommt. Vor allem im Fates hat man auch irgendwie Geschwister oder man hat irgendwie Stiefgeschwister. Damit man die heiraten durfte, versteht ihr es? Nein, das ist wortwörtlich der Grund. Ja, aber deswegen waren das Stiefgeschwister. Ja. Fire Emblem Fates ist so dämlich. Sophia. Oh Gott, die Story von Fire Emblem Fates ist so schlecht. Ich bin letztens zwei über der Liste gestolpert. Das ist, glaube ich, vor diesem Spiel noch rausgekommen. Da hat irgendwie jemand seine Lieblings-Fire Emblem-Titel gerankt. Erster Platz war natürlich Three Houses, was ist irgendwie... Zweite und dritte Platz waren Path of Radiance und Radiant Dawn, also die Ike-Spiele. Fire Emblem Fates war irgendwie, der hat irgendwie nur 8 Spiele irgendwie gerankt. Aber ja, Fates war irgendwie, ich glaube, der zweitschlechteste, wo ich voll hinterstehe. Der drittschlechteste. イルシオン兵の襲撃で村が襲われ、その友人も死んでしまいました。だから生き残った私が友人の意思を継ぎ、最強の王城兵になるために鍛錬を続けているんです。そうでしたか。でも鍛錬を続けている理由は本当にそれだけですか。それだけとは、鍛錬中の鬼のような気迫。 あれはもしや復讐心からなのではないかと。すみません。もう鍛錬に行かねばならない時間ですので、私の拙い話を聞いてください。感謝します。では失礼させていただきます。ザフィア。ドフドフ。余計なことを言ってしまいましたね。謝らないと。オッケー。 Und dann haben wir Gold Mary. Wie wird das wohl ausgehen? Gold Mary, neite ihr noch? Shinryu sama, Kyoshika desu. Kawaii namida ga tomara nakute. Kyoshika desu. Nani ga atta desu ka? Yokattara hanashite kudasai. わかりました。ズバリ言いますけど、私モテるんです。え？老若男女を問わず信じられないぐらい。え？でも神龍様、あなただけは例外で全くなびいてくれず、私自信がなくなりました。 それで涙が宝石のような涙が止まらないんです。やめて。いや、マンスン、ヒントも、ダムフィッシュ。謝らなくていいです。ただ教えてください。神龍様の気はどうやったら引けるんでしょう。私の気を引こうと頑張らなくても、 あなたは自然体で十分に魅力的ですよ。魅力的？神龍様も私のことを魅力的だと思っていてくださったのですね。当然ですよ。誰もがあなたを魅力的だと思っています。だから私の気を引こうと思わずに、どうか肩の力を抜いていてください。ね。 Die Kleine hat Probleme.
ますね。どうぞ。Okay. So, wir fehlen eigentlich nur noch Panette und Pandreo, dann am Laufen B-Rang. Da muss man langsam mal mit A-Rang, ja. Los, denke ich, weiß gar nicht, ob ich das hinkriege mit einigen Charakteren. Mit allen Charakteren, mit einigen definitiv, aber ja. Fogado und Rosado. Die haben ehrlich gesagt ziemlich ähnliche Namen. Ja, Rosado. Kyomo kawaii ne. Fogado, Oji. Arigato gozaimasu. Ore wa ashita mo asatte mo zutto kawaii desu yo. Machigai nai ne. Rosado no kawaii sa wa eien sa. Momo. Hitsurei desu kedo. Muss schön sein, sich irgendwie nur ein durch all die Sache definiert zu sein, irgendwie. Mein Gott. トルムのオアシスに咲く可憐な花のように愛らしいよ。今の言葉は重みがありました。つまりこの群で一番可愛い。Warum müssen sich alle bestätigt fühlen? Ey, was hat Hortensia mit denen allen gemacht? 一番ではないかな。え？あ、用事があるんだった。じゃ、またね、ロサード。ちょっと待ってください。俺が一番じゃない？じゃあ誰が一番可愛いんですか？フォガート王子、逃げないでください。Was hat Hortensia mit den beiden gemacht, ey? Sind nur fixiert auf eine Sache. So. かわいいだろ？ん？わかっちゃうんだよね。そんなにじっと見つめられたらさ。セアダス、俺の可愛さに見惚れてたんだよね。まあそう言っても過言ではないね。ロサード、俺は感心してたんだよ。その手入れされた美容にね、輝くような自然な艶が広がる美しい髪に、どこまでも健康的で張りのある肌、実に素晴らしいね。一体どんな手入れをすればその美しさを保っていられるんだい？褒めてくれてありがとう。でもさ、美容のための手入れとかは本当にやってないんだよね。そんな、食事に気をつけたり運動を日課にするとか何か必ずあるはずだ。そういう努力もなしにその美しさを保っているなんて考えられない。もしそれが本当だったらずるいな。俺は美容のためにいろいろと我慢しているんだから。そんなこと言われても本当に何もやってないんだよ。Du musst jedes Mal beim Baden eine ganze Flasche Shampoo benutzen. So wie Sephiroth. Und ja, das ist angeblich Canon. Sephiroth muss jedes Mal, wenn er duschen will, eine ganze Flasche Shampoo benutzen. Das ist angeblich Canon. In irgendeiner Spiele wurde das irgendwie erwähnt. Ich glaube, Crisis Core oder so. Hier der Vorgänger von Final Fantasy 7, also als Prequel. Dann haben wir Temea und Panette, weil die sind auch Prinzessin und Gefolge. Ich glaube schon viel machen müssen. Hoffentlich schlägt uns mehr nicht zusammen, dass wir ihren Wolf ausgeliehen haben. でもさ、パネトネって昔に比べると丸くなったよね。な、何を急に言い出すのですか？だってパネトネと初めて会った時はさ、野党を木に縛り付けて狼の餌にしようとしてたじゃない？脅しですわよ。本気で食べさせようとしてたわけじゃありません。それに言葉遣いだって昔は。いい度胸だ、表に出やがれ雑魚どもがって感じだったし。やめてくださいですわ。昔の私のモノマネは。私は昔のパネトネも今のパネトネもどっちも好きだけどな。まったくもう
困った姫様ですこと。Ich will mehr von dieser anderen Seite sehen und hören. Ich glaube, das wäre witzig. So, müsste ich mit Pandreo, ja, glaube ich, sie supporten lassen, ne? Weil da gibt sie sich, glaube ich, natürlich. So, okay, dann gehen wir mal erstmal wieder zum magischen Miesbrunnen und werfen da unser Essen rein. Wir müssen ja den Brunnengott hier besänftigen, damit er uns nicht frisst, ne? Ich kann doch meinen Hund da reinwerfen. Der macht nichts anderes, außer irgendwie süß auszusehen. Das hat sich. Ich weiß nicht, warum so was immer jetzt irgendwie. Habe ich schon den Dings nicht leiden können hier im Final Fates, wo du so einen Drachen füttern musstest. So, habe ich überhaupt noch eine Portion? Ich habe natürlich hier mit. Ich habe es mal wieder nicht angesprochen, ne, aber ich bin ja mit Ikes Klamotten am Rumlaufen, ne? Weil warum nicht? Ja, ich krieg sowieso nichts Anständiges, ne? Wie viele von den Dingern ich habe, Alter. Schon ein paar Sachen geben, ja. Ich glaube, 11 kann ich eigentlich auch eins wegballern, ne? Weil er ist der Einzige, der es benutzen kann, weil er der Einzige ist hier, der wohl Verteidigung hat und hat auch, weiß nicht, zur Not hier Schaden einstecken kann. Bogen bringt es eigentlich nicht. So. Da haben wir Bundesration da reingeworfen. Ich hätte ehrlich gesagt, ich würde von einer Prinzessin in Marke geweckt werden, weil wenn ich eine von denen finden würde, läuft eine gerade irgendwo herum. Ivy. Weil drin. Oh nein, ich sehe gerade, wer heute wieder am Kochen ist. Oh nee. Ja, hier sieht man. Weil ich habe all meinen Prinzessinnen-Charakteren hier die Klamotten von Mikaya gegeben. Aber ich kann nur den Mädels ja, den Prinzessinnen und den Prinzen ja. Ah, da, guck mal. Ich kann nur den Prinzen und Prinzessinnen hier die Lord Klamotten geben, ne? Okay, wahrscheinlich. Ich glaube, vielleicht sagt sie doch irgendwas. Aber ja, ich werde natürlich nicht von denen geweckt, wenn ich das will, ne? Wenn ich die gerade passend eingekleidet habe. Ich kann ja Mikaels Klamotten nicht anziehen, deswegen habe ich Ikes Klamotten angezogen, weil auch Fire Emblem 10, ne? Und, wenn ich... Wer hat Ike ausgerüstet? Ich muss definitiv Ike mal gegen... Oh, sie hat Ike ausgerüstet, cool. Ich muss definitiv mal Ike hier gegen Mikaya kämpfen lassen. Oder Soren. Soren wäre eigentlich auch nicht schlecht, ne? Aber ich benutze da keine... ich wollte mal kurz gucken. Ich werde bestimmt Schweigen gebrauchen für Mikaya, ne? Ich habe genug Schweigen, alles klar. Aber Mikaya benutzt Magie, ne? Von daher. Okay. Versuch uns bitte diesmal nicht umzubringen, Kollege, ne? So, Pandreo und Panette, ne? Ich glaube, die beiden haben sogar noch einen Support, ne? Oh Gott, der ist nicht gut in irgendetwas. Gott, hier werden einige Leute drauf gehen. Kaiserschwan. Bären.
Obst, ne? Sind Beeren Obst eigentlich? Ja, ne? Oder sind Beeren Beeren? Fisch, Fischfleisch oder Fisch? Die alte Frage, ne? Oh, Gespräch verfügbar wenigstens. Okay, diesmal ist nichts in die Luft geflogen anscheinend. Okay. Immer noch D, aber was soll's. Wenigstens bekommen, was ich brauchte. So, wir haben gerade davon gesprochen, ne? Aber wir haben schon direkt nächste Support. Lass mal sehen. Wir haben wortwörtlich gerade davon geredet, ne? あ、大概家出をしたこと。兄さんは一度も悪く言わないよな。羽根とねが自由になれたんだ。悪く言う必要なんてないだろ。そうか。あたいは あの両親もきっと驚くと思うぜ。あ、罪か。あたいには何の興味もないと思うね。ま、ネットさんの Eltern erzeuger。この話をするべきか正直迷うが。隠し事は嫌だから一応話しておくぜ。バネトネが家出をした。まあ、フォト。あ、見てみたいだね、今のファンマンフォトつま。探していたんだ。まさか。そんなことあるはずない。俺も驚いたぜ。もしかしたら 世間体のためだったのかもしれないけどな。でもこの事実だけはお前に伝えておくぜ。そんなことを今更言われても。あたいは。Okay. Na gut. Es klingt so komplett anders, ne? So, also war er fertig, ne? Dann machen wir nichts gespawnt hier auf der Karte ausnahmsweise. Nee, echt nicht. Dann gehen wir mal und machen uns auf zu Mikayas Nebenquest. Die letzte Nebenquest, die Voraussetzung Level 8 hat. Das bedeutet, danach machen wir entweder die Hauptstory, also höchstwahrscheinlich die Hauptstory, und danach machen wir die anderen Level 10 Nebenquests, was glaube ich auch noch, wie viele sind das? Roy und Celica. Und je nachdem, ob wir irgendwie Marv im nächsten Kapitel bekommen, vielleicht Marv, ne? Aber der wird wahrscheinlich noch höher, irgendwie eine noch höhere Levelanforderungen haben, oder? So, ich weiß genau, welche Level das ist. Das ist die Level, wo man, ich glaube, das ist die letzte Level vom Kapitel 3, also Kapitel in Fire Emblem Radiant Dawn sind nicht, also hier heißen die Level in alle Kapitel, ne? Kapitel 1, 2, 3, 4, 5 sind jetzt Kapitel 21, ne? Aber in Radiant Dawn hatten die irgendwie Kapitel 3 und dann hat es irgendwie Kapitel 3, zum Beispiel 3, 1 und 3, 2, 3, 3, 3, 4. Und ich glaube, dort müsste, ne, das ist gar nicht der letzte Kapitel von Kapitel 3. Der letzte Kapitel von Kapitel 3 ist diese riesige Level, wo du irgendwie 80 Gegner erledigen musst, ne? So, aber das ist einer der letzten Level, wo du mit Mikayas Truppen gegen Ikes Truppen kämpfen musst. Was ein ziemlich cooles Kapitel war. Ein Ort von großer Bedeutung für Emblem Mikaya und Schauplatz einer Prüfung des Würmgottes. Rein da. Ich habe 12 Charaktere vorbereitet übrigens. Na, von wessen Perspektive spielen wir? Spielen wir von Ikes oder Mikayas Perspektive? Bei Ike müssen wir unten starten und bei Mikayas oben, aber ich nehme an, sie ist dann wieder oben, ne? Oh Gott, sie hatte doch Langstreckenmagie, ne? Dein Schloss, ne? Nein. Ja. Ah, ich kann mein Fire Emblem wissen. Ich
自分の信じる道を貫く彼はとても強かった。対する私たちには大義も正義もなかった。アイクは私たちを救おうとしてくれたけれど、私たちには助けを求めることは許されていなかったの。とても強い制約に縛られていて、ja, genau. 滅びを選ぶしか。Ja, sie musste gegen Ike kämpfen. Aber dann hat man sich trotzdem irgendwann zusammengetan. それがあったから、私は希望を捨てずに辛い戦争を戦い抜くことができたの。あなたの強さの理由が分かった気がします。私たちがここへと導かれた理由も私に教えてください、ミカヤ。どんな絶望にもくじけない。あなたの心の強さを。あなたは気づいているのね。これはあなたに与えられた試練なの。私と戦って。そして勝つの。そうすれば、あなたと私の絆はもっと深まる。私の力をもっと引き出すことができるようになるわ。Mir ist übrigens aufgefallen, Mikaya ist eigentlich auch keine Adelige, ne? Die ist irgendwie... ich glaube, sie ist eine... Ne, ihr Vogel.Ihr Vogel war irgendwie in Wahrheit eine Göttin. Ne? Ah, wir starten von wo Mikaya startet hat. Oh Gott. Ja, und hier würde normalerweise Ike stehen. Und warte. Oder Gegner erreichen Gebiet. Ah, ich muss sogar verteidigen. Oh Gott. So, ein Radiant Dawn ist halt so abgelaufen. Ne? Man musste, glaube ich, 12 in 12 Zügen lang hier dieses Gebiet beschützen. Guck mal hier, ey. Guck mal, wie viel ich hier machen kann. Und sieht ein bisschen anders aus. Konnte man nicht irgendwie da reingehen? Eigentlich war da ja nicht irgendwie so ein Gebäude oder so, aus dem man sich nicht rausbewegen durfte mit Mikaya. Und ja, man musste 12 Züge lang hier abwarten und Ike hat seine Truppen und seine Lagus-Soldaten alle auf ihn geschickt irgendwann, und so in den letzten zwei Zügen oder so kamen irgendwie die restlichen Mitglieder von Great Söldnern, also Ike Söldner, und die sind dann auf einen zugestürmt, und das ist der gefährlichste Moment überhaupt, weil Ikes Söldner sind alle super stark. Von daher, ja, oh, ich bin so froh, ich einen Schützen dabei habe. Kann ich Anna auch da reinpacken? Sie kann ja auch Bögen benutzen. Aber ich glaube, da können wir schützen. Ne? So, das ist meine Truppe für heute. Meine zwei Heiler sind hier. Diesmal habe ich daran gedacht, dass ich Mikaya nicht mitnehmen kann. Deswegen habe ich niemanden. Deswegen habe ich keinen Pseudomagier hier mitgenommen. Oh. Wir werden alle verteilt hier. Alles klar. Das ist ein bisschen doof hier. So, ah, Mikaya dürfte eigentlich nicht so gefährlich sein, ne? Ich meine, sie ist unglaublich stark hier, aber wir können sie verstummen. Und dann können wir sie, glaube ich, in einen Schlag erledigen. Außerdem hat sie ja großes Opfer, also sie hat keinen so einen Spezialangriff. Okay, so viel dazu. Okay, wir können nicht mit Dings hier reingehen. Mit Schweigen, alles klar, cool. Sie hat eine Resistenz von 36. Ich überlege gerade, wen habe ich hier? Ich glaube, Anna hat Coin, ne? Das heißt, Anna muss sie treffen, ne? Ja, sie hat sogar einen Langbogen ausgerüstet. Also nicht ausgerüstet, aber sie hat den dabei. So, Treffer 175. Ich muss mal kurz gucken, ob sie auch treffen kann. Ja,
Sie hat eine Ausweichung von 55, das heißt, sie hat eine 120% Chance, sie zu treffen. Cool. Das heißt, sie können wir festnageln. Kein Ding. Ich hasse diese Abfangsposition, ja, weil die alle so verteilt sind. So. Und ich muss einmal Ike gegen sie kämpfen lassen. Also einmal muss ich mit ihr angreifen. Timera wird ja nicht mit Einschlag erledigt, ne? Sie wird auch nicht gedoppelt. Also das kann man einmal machen, ne? So, die Frage ist jetzt, wie mache ich das hier, ne? Wenn ich Louis hätte, dann könnte ich die alle empfangen. Aber ich glaube, ich habe Louis nicht dabei, ne? Okay, ich brauche jemanden mit viel Verteidigung und eine Lanze. Du, sie hat eine Verteidigung von 29. Wie ist denn das schon wieder passiert? Gar nicht gemerkt hat sie. Ich könnte Timera da einpacken mit Ike. Werde ich glaube ich sogar auch machen. Sie kann dann locker hier alle Gegner abhalten, da unten links. Wo ist Timera? Da. Also wenn ich sie mit Ike dahin packe, was ironisch ist. Geschicklichkeit 25. Verdammt, beinahe. Silberschwert. Also ich kann. Warte mal, müssen wir mal die Gegner anschauen. Hier sind gar nicht so viele Gegner, aber die sind alle hier auf einen Haufen. Also irgendwie soweit nicht typisch Fire Emblem. Da ist ein Dieb. Warum ist da ein Dieb? Ach, das soll Sorin sein. Sorin. Sort. Also ihr Stiefbruder. Ihr großer Stiefbruder. Cool. Stimmt, ne? Schwertmeister. Soll das Edward sein? Soll das hier Leonard sein? Wir sind zwei. Ein Held. Held. Weiß ich nicht. Ein Aaron. Das könnte Aaron sein, ne? Einer von denen könnte Toronio sein. Ich nehme an, eine andere soll ein Mac sein. Weil müsste ja eine Axt haben, ne? Volganon, keine Ahnung. Ich nehme an, das sind als Anspielung. Ich nehme an, die Charaktere mit den Dingen sollen halt nur typische Anspielung sein. Du hast nur ein Reichweite. Du bist sowas von tot. Ja, das soll soft sein. Also, warte, kann ich mal zeigen. Ich habe die ganzen Ringe hier. Also er hier. Soll einer von denen der schwarze Ritter sein? Der schwarze Ritter war nicht spielbar in dem Kapitel. Das ist ja allergruseligste, wenn man mit Ikes Truppen gegen Mikaya kämpft und dann ist er der schwarze Ritter, ey. Ich habe zu dem Zeitpunkt einfach viel zu stark ist. Hey, ich habe Dings hier, sehe ich ja gerade. Okay. Oh, da kann ich gar nicht. Okay, ich habe gar nicht gewusst, dass ich Jade dabei hatte. So, 38. Oh, zwei Schaden. Also, so wie es aussieht, müssen wir einfach nur unsere Charaktere einfach ablocken, ne? So, ich habe eine Idee. Und zwar, obwohl ich kann auch eigentlich von hier schießen, ne? Ich weiß nicht, ob andere Leute auch da reingehen können oder ob das nur Schützen sein müssen. So, ich sieht nicht so aus, als müsste ich jemanden hier abschießen. Also geht du mal da oben hin. Mit der höchsten Bewegung kannst du hier rüberfliegen, ne? Ja. Ich glaube nicht, hier gibt's, dass es hier irgendwie Orte gibt, wo ich Zellkopf reinpacken kann. So, ich weiß nicht, sie kann Bogen benutzen, von der weiß ich nicht, ob ich sie da auch reinpacken kann. Und der Rest, der muss halt hier nachrücken, ne? So, also sie kann ich einfach hier packen, ne? Und sie tankt alles. Ich nehme an, hier werden eine Menge Gegner kommen. Ich pack dich mal ein und dann pack ich
ich dahin. Okay. Alles klar. Da ja so viele Ballista sind, habe ich irgendwie die Befürchtung, dass hier eine Menge Gegner kommen werden. Aber wird schon klappen, ne? Alle Charaktere vorhanden, vorhanden, vorhanden. Ich muss mal checken. Alle meine Dinger hier, ja. Okay, ich weiß nicht, ab wo ich die Gegner hier abblocken muss, weil da steht, ich soll Gegner gewinnt, wenn die hat Gebiet erreichen. Ich muss nur wissen, welches, ne? Ich nehme an hier so, ne? Oder hier. Okay. Da können natürlich auch sein, ja, da wird auch locker zu schaffen sein. Hier sieht auch nicht so aus, als können Gegner von irgendwo anders kommen. Und hier sind überall Wände, das heißt, das müsste ja voll einfach sein. Okay, mal gucken. Es sieht einfach aus. So, ich kann sogar hier rein. Ah, ja, Feuer, genau. Okay, jeder kann da rein. So, gibt es nicht viel, was ich im ersten Zug ja machen kann. Ach so, er muss ja rumlaufen, ne? So, ich habe irgendwann mal einen Schnitter gekauft, ne? Was auch eine kritische Trefferwaffe ist, ne? Was aber irgendwie merkwürdig ist, ist, der Schnitter ist in jedem Bereich besser als das Wodau, was irgendwie komisch ist. Das Wodau wiegt ein bisschen weniger, aber hat weniger Crit-Chancen als der Schnitter und ist sogar schwächer. Warum sollte man dann jemals einen Wodau benutzen? Also, das ist irgendwie sehr komisch. So, wir gehen hier hin, mal Meditation. Also voll. Ich habe nämlich gedacht, irgendwie anstatt hier irgendwie der Wodau ist halt, ja, der Wodau gibt ja mehr Crit, ne? Aber dafür macht er weniger Schaden, ne? So als Kompensierung hatte ich so gedacht, aber ne. So. So bitter, dass sie nicht kontern, dass sie nicht die Gegner hier doppeln kann. Ich könnte großer Eth hier einsetzen, ne? Ich mache die wahrscheinlich sowieso nicht platt, ne? Ich überlege, was das für ein Song ist. So, ich mache 20 Schaden gegen die. Aber warte, was ist das? Drehung. Ah, okay. So, ich muss gucken, wie ich mich bewegen kann, so hat jeder von denen mich trifft. Da wäre ein bisschen riskant, aber wenn sie mit Ike rumläuft, dann ist er eigentlich gehen, ne? Ein Erzritter? Naja, sind Rettmeister. Ich mache als letztes, ne? Nicht, dass ich schon wieder irgendwie einen Fehler mache. Es geht wieder im Bach unter. Oh, einer. Ah, okay. Er kann also doch nur Leute mit Bogen. Warum kannst du das dann benutzen? Du hast auch keinen Bogen. Ja, wir gehen natürlich heraus, ne? Oh, mit der fliegen wir einfach rüber. So. Aber die müssen sich ja trotzdem in meiner Nähe bewegen, ne?
Ah, komm mal her. Das war großer ETI und jetzt macht mir gar keiner Schaden. Okay, was hat sie? Steinader. Ah, cool. Ich nehme an, wir können sie hier empacken, ne? Oh, schon noch nie gesehen. So. Ach, sie hat den Hammer ausgerüstet. Na, ist egal, sie hat ja sowieso nicht kontert. Guck mal, wie er abläuft, ne? Ist so voller Massenkampf, ne? Du sollst einfach nur vollkommen hier zerstört werden von der Menge an Gegnern. Was irgendwie sehr typisch ist für Fire Emblem Radiant Dawn. Ah, das glaubt falsch dein Weg, Kollege. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass die sich auch bewegen. Das ist ein bisschen nervig gerade. Bonk. Bonk. So. Was ist deine Verteidigung? 15, das ist nicht gut. So, wie machen wir das? So, der Magier macht mir wieder alles zunichte. Ne? Man muss ja ein Magier rumlaufen. So, oh, das ist so eine Ballista. Mhm. Mir wurde irgendwie gar nicht gesagt, welches Gebiet ich hier beschützen muss. Ich nehme an das hier, ne? So offiziell wurde mir gar nicht gesagt, ne? Flammenkanone. Aha. Machen wir das so, nehme ich an, ne? Was ist das hier für eine? Hm. So, hier sind keine Gegner, ne? So, wenn ich dich jetzt eigentlich hinpacke, ne, dann müsste ja eigentlich alles okay sein, oder? So, ihr seid Erzritter, cool. Nicht cool. Warum habe ich hier nirgends von Dings jetzt gerade dabei? Egal, wie viel Schaden nimmst du? 6. Fangen wir sie hier mit der Silberklinge rein, ne? Ja, wie viel Schaden das macht. 21. Sie macht aber nicht genug Schaden. Hm, ich muss so ein bisschen auf den Crit hier offen. Und ja, sie kommt mir bekannt vor. Oh, ja, ne? Warte. Mach mal so. Wie weit kannst du dich bewegen? 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Ja. Hm. Weiß man nicht, ob ich das noch brauchen werde, ne? Außerdem macht sie so mehr Schaden. Oh, und ich kann Zähler halt aber benutzen zum Tanzen. Oh Mann. Ja, sie muss dann mit der Silberklinge rein, ne?
So, ist wieder. Ich hätte, glaube ich, lieber einen Magier hier, aber wenn sie jetzt zu ihren Dings wechselt, zu ihren Sonnenbogen, klappt das schon, ne? So, wenn du kriegen würdest, das wäre sehr nett. Aber dann fragt eben jemand hier gleich. Von euch. So. 17. Mass. Wie viel Schaden? 37? Das ist auch voll wenig. Doppelt mich nicht. Nee. Aber so. Du bist hier in. Du kommst mal hier in der Mitte. Aha. So, meine beiden, ich sehe gerade, meine beiden Heiler sind auf der linken Seite. Was mache ich hier eigentlich wieder? Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen mehr zurückfallen. Dann tun wir am besten hier so eine Wand hinbauen, ne? Das ist so die beste Möglichkeit hier gerade. Cool. So eine mobile Festung oder so. Ah, jetzt kann ich mich aber nicht da vorbei bewegen. So, du bewegst dich mal da nach ganz rechts, würde ich sagen, ne? Okay. Ja, sehr perfekt hier gespielt. Ich doppelt den. Mein Berserker doppelt den gegnerischen Scharfschützen. Ja, ich nehme an, ich bin auf dem exakten Level, das mir hier empfohlen wird, ne? Von daher. Vielleicht. Wahrscheinlich ist das daran. Liegt daran, dass wir einfache Zeit haben. So, noch ein paar Crit, das wäre sehr gut. Aber ich habe da genug Leute. Also ich nehme jetzt an, da kommt jetzt die ganze Zeit so ein Anmarsch von Gegnern, ne? Sehr gut. Ich brauche noch nicht mal diese Meisterlanze, die ich dabei habe. Okay, die Situation ist locker entschärft worden. Die Situation ist ein bisschen gruseliger, aber kein Ding. Ja, jetzt wird er sehen nur am Anfang ein bisschen gruselig aus. Naja, wie gesagt, bis jetzt sieht er einfach aus. Bis jetzt. Aber da kommt bestimmt noch was, ne? Ich wollte schon sagen, wenn jetzt Mikaya sich jetzt schon anfängt zu bewegen und so, ne? Das ist ein bisschen zu früh, Kollegin. Aber ja, war ja irgendwie klar, jetzt kommt mir so ein Ansturm von Gegnern. So, Etty kann niemanden hier erledigen, außer sie hat nicht den Sonnenbogen. Hat nicht den Sonnenbogen ausgerüstet. Aber ist egal, weil das reicht trotzdem. Cool. So, oh, ich sehe gerade hier. Aber das ist auch kein Ding. Ich kriege mal doch bestimmt hier mit. Ja, so weit von 80 Schaden. Ja, bitte. Teilungsverfehlen sind eigentlich voll einfach. Man muss eigentlich immer nur wissen,
welche Gebiete man abriegeln muss, damit die Gegner nicht da durchkommen. Und ich habe sie schon relativ früh gefunden. So. Geh nur mal hier hin, weil die Sache da unten schon geregelt. Ich glaube nicht, dass wir jemanden abschießen müssen. So, dass einer mit einem Silberschwert, aber wenn jetzt hier ein Magier kommt und den erledigt, was nicht der Fall ist, sollte ich muss ich erledigen. Kann ich dich? Oh ja, so was von. Ah, fast. Ich werde ich aber mit ihnen erledigen können, ne? Ne? Aber so gut wie reicht schon. Und natürlich muss ich natürlich wieder killen, ne? Ich konnte ihn ja nicht da lassen für einen meiner anderen Charaktere, ne? So, du hast ein Silberschwert. Das heißt, ich kann ich nicht einpacken, außer ich tue mich mit Erika verbinden. Aber ich könnte auch mit ich wollte eigentlich Etty hier benutzen, damit sie ihn erledigt, aber stattdessen den ja. Ich kann auch eigentlich nur warten, ne? Ich kann auch eigentlich warten, mein Gott, statt hier direkt dahin zu gehen, ne? Ich muss ja nicht direkt immer triggern. Ja, wir benutzen dich. Du machst ihn platt. 12 Schaden, kein Ding. Ich habe vielleicht eine Meisterachse einsetzen. Oh, das geht auch. Pack meine Verteidigung auf diesen Schaden. Oh, noch mehr Verteidigung. So, jetzt will ich noch die beiden erledigen. Sie hat den Sonnenbogen, genau. Was ist diese Trefferchance? Ich kann auch hier. Habe ich zwei Chancen hier. Ich glaube, nee, da kenne ich aber. Es ist das, glaube ich, Mikayas mehr oder weniger Thema. Der Bund der Morgenröte. Ja, auf Nummer sicher. Warte mal, ich kann ich nicht hier platzieren. Oh. Hat Donner mehr Trefferchancen als. Was die Box kaputt macht, Corin. Oh, cool. Wer hat überhaupt bei Lev ausgesetzt? Den Erfahrungsspiel von ihr rausgenommen. Weil sie ja schon Dings hat hier. So, einer von euch muss treffen. Okay, cool. Ich kann einfach warten, bis er näher kommt, ne? Lass mal das mal, ne? Weiß auch nicht, was hier noch alles kommt. Machen wir mal hier hin, ne? Ich kann die Gegner zwar hier tanken, aber wenn die sich hier so anhäufen, ne, dann wird das vielleicht auf Dauer ein Problem. Ach ja, sie hat nicht. Soll ich mein Glück damit versuchen? 2×69% ist eine Menge, nämlich. Oh mein Gott.
21. Sehr gut. So, mehr Fähigkeiten und Glück. Okay, Fähigkeiten und Stärke. Und Geschicklichkeit. Ist auch nicht schlecht. So, wenn ich dich hier anlocken könnte, wäre perfekt eigentlich, ne? Ja, näher dran gehen mit. Ach ja. Ja, ich hätte eigentlich noch ein, zwei Schritte wegbewegen sollen. Ja. Ah, warum habe ich hier kein Dings dabei? Kein ja, komm. Sechs Schaden, mein Gott. Daneben. Ich kann auch Erika hier verbinden. Dann kann er schon mal angreifen. Weil den schon im gegnerischen Zug anzuschwächen wäre eigentlich perfekt. Da muss man weniger Schaden in der nächsten Runde machen, wenn man wieder dran ist. Sehr gut. Da, einige nach rechts, cool. Hier nach links, ich habe gar nicht geguckt, was da jetzt noch gekommen ist. Scheint aber keine Magier zu sein, die kommen jetzt alle durch die Mitte. Okay, die Mitte ist jetzt nicht so gut platziert gerade, aber gut. Wir müssen Schwertmeister, 32 Schaden, kein Ding. Hier wird es ein bisschen unschön gerade, aber wenn ich genug tankige Charaktere da reinpacke, ist das eigentlich okay. Das sind aber eine Menge tankige Charaktere. Eine Menge Gegner, die auf mich losgehen, meine ich. So, bist du Rittmeister? Ja. Oder? Ja. So, das ist schon wieder ein bisschen gefährlicher. Da kann ich nicht wieder einfach alle da reinpacken. Hier reingehen, wer kann mich denn dann alles treffen? Silberbogen 37. Ja. Ich meine, sie hat eine Menge Verteidigung, aber so groß ist natürlich auch wieder nicht. So immer schwächen. Oh, sehr cool. So, dann machst du eine Lanze 39. Was ist das hier? Ging ja schon hat ja ein Folgeangriff. Nein, 13. Krieg Abwehr 16. 15 Schaden. Geht okay, doppelt ziehen. Okay, machen wir so. Wir sind aber treffen damit, ne? Ja. Was dann können wir dann Geld kriegen vielleicht? Nö. Das muss ich sie aber eigentlich dahin platzieren, ne? Dreck. Ich habe eine Idee. In Ordnung, ist voll cool. Kriege so, ich packe mal hier. Ne? Ich weiß ja nicht, ob die mich irgendwie ignorieren, wenn ich hier
Habt ihr mich ignorieren, wenn ich hier den Weg frei mache? Ob die halt einfach hier durchziehen? Ne, das wäre voll dämlich. Ist gar nicht so einfach hier gerade. Jetzt habe ich die Situation hier erklärt, aber sind die da alle mich am Nerven? Ein bisschen Schiss, sie dahin zu bewegen, ne? Sie müssen halt aber eigentlich überleben, ne? Sie wird ja nicht alles hier kontern und dann irgendwie. Sie wird ja nicht alles kontern und dann irgendwie frei machen, ne? Okay, dann muss ich aber. Warte mal, wenn ich dich dahin packe, dann. Ja, Dreck. Ich kann sie auch gar nicht hochheilen, sich gerade. Ja, machen wir mal so. Wird schon klappen. Okay. Ah, fast. Ja, Problem ist. Oder kann ich dich da hinpacken? Ich kann nicht da hinpacken. Aber dann wird er sie treffen. Er 37 und das ist ganz schön gefährlich. Genau den hier machen. Ah, denn alles so davon ab, wie diese Runde ablaufen wird, ne? Was ich auch machen könnte, ist, glaube ich, ein bisschen gefährlicher sein, aber das könnte auch funktionieren. Dann muss ich aber hier die Leute ich habe geplant, sie dahin zu bewegen, ne? Oh mein Gott, du machst den sogar platt. Ja, da müssen aber nee, da muss nur einer treffen. Okay, jetzt zweimal getroffen, angegriffen. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert hier. So, kannst du ihn bitte 70%? Das ist eine Menge. Oh ja, noch mal bitte. Sehr cool. Ah. So, und dann muss ich könnte Sigurd einsetzen, ne? Dann kann ich sie hier platzieren. Sie kann sogar noch jemanden treffen. Cool. So, die müssen jetzt natürlich auch auf sie losgehen, ne? Und sie nicht ignorieren. Wäre sehr gut. Ich pack sie hier hin. Wenn jetzt einfach an die vorbeilaufen, ne? So. Dann muss ich dich hier hin bewegen. So, du hast eine 17. Du wirst sie nicht kontern. Du wirst sie nicht kontern. Ich kontern, mein Gott. Nein, ich habe keine normalen Lanzen. Ich habe nur Langspeere. So. Da jetzt habe ich aber niemanden zum Tanzen hier, sehe ich gerade. Was ich mache den hier. Aber nee, das ist zu gefährlich, ne? Oh ja. Auch nicht.
Dann bist du ein Lanzenkämpfer, geh da rein. Ah, kann ich sogar mit dir noch heilen. Pack ich dich hier rein. Nee. Du hast gar nicht Abwehr. Nein, warum hast du nicht Abwehr links ausgerüstet? Mann. Okay, cool. Wir schicken dich mal hier runter. Geschicklichkeit 18. Kann ich dich benutzen? Oh nein. Nein. Ja, jetzt kann ich aber nicht wirklich hier irgendwie machen mit ihm leider. Von wem soll ich denn hier tanzen noch? Eigentlich nichts. Ich kann Protection einsetzen. Aber das. Es dürfte uns allen jetzt hier gut gehen. Du hast natürlich ihn angegriffen. Die einzige Person, die dich töten kann. Du hast gerade den Weg da abgesperrt für jeden anderen. Was hat noch Geschütze? Gar nicht gesehen. Der Schütze hat gerade jetzt den Weg für alle blockiert, die jetzt Chimera erreichen können. Ah, boom. Alles wie geplant hier gerade. Noch ein Angriff. Oder? Ich trinke mal kurz einen Schluck, ne? Aber schon. So. Überausschlag. Plötzlich stark, irgendwie stark. Natürlich geht er auf ihn los. Er hat noch nicht mal Protection getriggert, weil er so ausgewichen ist. Oh, die sind jetzt einfach nach rechts gegangen, die Schweine. Und da sind nur zwei gekommen. So, what? Oh, Wolfsritter. Ja, wegen den Lagus. Wo kommt die denn auf einmal her? Ich habe da gerade nur... 32, 36. Ja. Warte mal, ihr seid gar nicht so stark. 36, 32. Was ist das hier? Ja. Glaube ich, dass das passieren wird. Na, jetzt werden wir doch schon so ein bisschen übermannt hier. Überrannt meine ich, nicht übermannt. Oh, übermannt. Wir wollen doch viele Männer, oder? Da. Ich mach mal platt. Schon wieder in der Box da gespawnt. Ich wusste nicht, was ich dir geben soll. Deswegen gab ich dir diese Kiste. Lustig, ich hatte dieselbe Idee. So. Auf 2 oder 3? Dazu sogar auf 3. Ich glaube, ich will sie sogar so schnell wie möglich nach vorne bringen, ne? Solange sie nur in Reichweite außerhalb der Reichweite von Kaya ist, ne? Ist aber dann mit irgendwas stärkeren. Ach, ich kann halt nur mit Dings.
Weiß aber nicht, ob ich hier den Weg hier so freilassen möchte für sie. Okay, sie hat den Rittertod ausgesehen. Sie hat ihre Resistenz maximiert. Resistenz ist grün. Resistenz ist maximiert. Cool. Ja, ich weiß nicht. Lass mir die mal hier. So. Wo sind die Schützen? Solange die Schützen hier noch sind, habe ich ein bisschen Panik gerade. Ich glaube, ich muss mit ihr aber hier angreifen. Ne? 24 mal 2. Da müssen wir aber beide treffen. Dann versuche ich mich lieber hier ran. Konzentration. Oh, nicht gut. So, könnt ihr mich da treffen? Nö. Ne? Warte mal. Das ist ein Schwert. 36. Sie mit nichts. So. Da war er tot. So, hier wird es ein bisschen gruselig, finde ich gerade, aber doch. Was ist das denn? Okay. Ja, weißt du was? Wenn ich mit Etty tanze, für Etty tanze, dann ist das da eigentlich in Ordnung. Ne? 37 Schaden. 37, das ist 22. Perfekt. Wird auf einmal zu Breakdancen. So, er ist jetzt halt 25. Lernt er jetzt auch irgendwas? Okay, mehr braucht er eigentlich nicht. Geschicklichkeit und Glück. Der Wischtanz. Muss das. Setzt ja einer Tanz? Nein, ey. Das Ziel Beendigkeit, Geschicklichkeit, Glück plus 3 für eine Runde. Oh, das ist nicht schlecht. Habe ich mir schon gedacht. Irgendwie sowas, ne? So ein paar Stats. Bonus. So, wir lehren hier ordentlich die Gegner aus, aber Problem ist, die Konstellation gefällt mir gerade nicht. So, ich muss dich nur erledigen. Dich, nein. Oh Mann. Ach Mann. Ah, nicht mal Liberation. So, 60 KP. 45 Schaden, Mann. Alter, ist der krass. Die einzige Möglichkeit, die mir jetzt noch einfallen würde, ist, indem ich den hier einsetze, ne? Mich dann einfach hier verziehe von denen. Und es ist hier ja voll ausgeliefert. Das Problem ist, dann haben die aber ja freie Bahn. Ich glaube, das muss ich so oder so machen, ne? Aber solange die mich irgendwie priorisieren, anstatt irgendwie an mir vorbeizulaufen, ist noch alles okay. Wenn die lieber auf mich losgehen. Wenn die jetzt einfach an mir vorbeiziehen und da hochgehen, ne? Dann haben wir ein Problem.
Oh, du bist gebrochen, sehe ich gerade. Okay. So, das hier muss ich ablocken mit irgendjemanden. Okay, sehr gut. Ich hätte auch so einen Effekt, den er aktivieren kann, ne? Ja, genau den. Reicht hat. Oh ja, jetzt reicht hat. Oh, da kam gerade wie gerufen. Direkt zweimal aktiviert. Sehr cool. So. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch hier. Auf 8 hat hier niemand. Rein platziert wird, der verreckt. So, entschuldige, was? Wie viel Schaden? Er hat mehr Verteidigung, ne? Er ist auf seinem noch voller AP. Ich könnte ihn auch versuchen, ne? Aber kennen wir es, wäre super. Ach, Mann. Anna. Ach, Anna. So. Nee, warte, das ist zu weit, ne? Ne. Warte mal, was? Oh, nee. Da sind schon wieder zu viele Leute. So, oh, du bist weg. Ich werde, ich schieß. Und ich hau zu. Das. Ganz toll, ich. Mein Messer, mein Bogen und meine Axt. Jetzt muss ich was gegen die Typen hier machen. Hm. Was mache ich hier? Hm. Weißt du, was ich machen könnte? Was, wenn ich den hier mache? Ah, ne, dann treffe ich auch links, ne? Ich glaube, ich muss das machen, ne? Mit denen da nicht vorbeikommen halt, ne? Hey, was ist das denn? So, jetzt haben wir ein paar Charaktere weniger. So, und du darfst jetzt nicht weiter vorbeikommen, ne? So, jetzt kümmere ich mich noch um dich. Was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, ne? Nein. Na gut, dann. Aber ich kann mich auch hier so bewegen. Cool. Aber so. Perfekt. So. Ja, das ist doch besser, was wir hätten machen können, ja. So. Alles ist okay. Warum von allen Leuten gehst du auf ihn los? Also deswegen. Okay. Oh, habe ich noch ein? Nein, okay. Warte mal, der Lanze wäre doch gut gewesen. So. Wo gehst du auf einmal hin? Will er den Flammen da irgendwie aus dem Weg gehen und ist irgendwie deswegen da rumgelaufen? So.